Thorsten, 43, guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Thorsten. Ich bin völlig nervös, jetzt hier im Radio zu sein, aber auch dankbar, mit dir mal reden zu können. Ja, leg mal los, um was geht's denn? Es geht um das Thema Beschneidung. Mhm. Und ich habe jetzt gerade niemanden... Beschneidung bei dir? Genau, ja. Mit dem ich darüber reden kann. Ja. Und da fiel mir ein, dich anzurufen, per E-Mail erstmal zu schreiben. Als Kind wurde ich beschnitten. Ach so. Mit 3-4 Jahren. Du bist schon beschnitten. Ja, ja. Mhm. Angeblich notfallmäßig notwendig. Ja. Und? Und? Gut, im Laufe der Jugend, Frauen und so weiter, hat es mich eigentlich immer so ein bisschen, wenn es dazu kam, dass man mal die Hose fallen lässt. Ich habe mich geschämt eigentlich so ein bisschen. Wie bitte? Weil du beschnitten bist? Genau, ja, ja. Die halbe Welt ist beschnitten. Ja, ich dachte, dass du das jetzt sagst, weil die halbe Welt ist beschnitten, ja, aber ich weiß auch, dass es viele gibt und ich gehöre auch zu, dass die Natur halt nichts umsonst wachsen lässt und dass es auch Frauen gibt, die das gar nicht mögen. Und es gibt Frauen, die mir, sagen wir, so gut gefallen haben, wo ich einfach auch so nervös war. Das kam selten vor, aber dass ich so nervös war, dass ich einfach mich geschämt habe irgendwie. Ne? So, und es ist das denn irgendwie, ist da was schiefgelaufen bei der Beschneidung? Sieht das irgendwie komisch verwachsen aus? Oder? Ein bisschen, ja. Aber das ist jetzt... Das ist nicht das Thema. Nicht so sehr. Also ich. Wie sieht denn dein Penis ansonsten aus? Ist er normal geformt, normale Größe oder wie? Ja, das ist eigentlich ziemlich normal. Ja. Also ist er, wie groß wird er? Wie groß in Zentimeter? Ja. Ja. Ich glaube so um die 17. Ja, ist doch sehr guter Durchschnitt. Ja. Sehr gut. Aber das Thema ist halt ziemlich... Also hör mal, da bin ich jetzt aber, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand, der beschnitten ist, deshalb Komplexe hat. Im Gegenteil, ich höre von der Frauenwelt immer wieder, dass die sogar drauf stehen, weil die Männer in der Regel, die beschnitten sind, länger können als die Männer. Nee, ist Quatsch. Also, es ist, nee. Also ich glaube, im Gegenteil der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, wirklich. Na, das glaube ich nicht. Dann ist das bei dir nur so. Ist doch logisch, dass die ganze Empfindlichkeit der Eichel ist doch etwas abgestumpfter, wenn du beschnitten bist, als wenn du nicht beschnitten bist. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, wenn man... Genau, wenn man, ja, aber ich habe einiges unternommen, um mich da ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Also eine Therapie zu machen ist sehr schwierig, glaube ich. Ich habe mal vor Jahren ein Gespräch gesucht bei einer Psychologin auch und es ist meistens auch so verlaufen, dass sie auch sagte, ja, das haben doch viele. Aber es beruhigt mich nicht. Ich bin dann auch schon mal in Clubs gegangen, Swingerclubs und so weiter, habe das mir so ein bisschen hautnah angesehen, ne, wenn Pärchen zusammen sind und so weiter. Also ich schon an Grenzbereiche rangegangen. Ja. Und ich bin schon der Meinung halt eben, dass es Frauen einfach auch, also dass einfach die Haut fehlt. Ne? Also es gibt einfach viel mehr Nuancen, die man haben kann mit Vorhaut einfach. Ja. Das, was fehlt. Ne? Ja. Ich bin halt sehr empfindlich in dem Bereich, weil das Thema Sexualität vielleicht für mich sehr wichtig ist. Vielleicht wichtiger als für manche andere. Das ist ja auch eine Sache, wie man das sieht, welchen Schwerpunkt das hat für einen, ne, im Leben. Ne? Also, du bist ja nur schon im guten Alter von 43. Ja. Gab es längere Beziehungen? Warst du verheiratet oder Nein, es gab ja einmal so ein, zwei Jahre mal. Ein, zwei Jahre nur? Ja, immer so. Hast du denn ab und zu Sex so one night? Ja, ja, ja. Das schon? Ja, ja. Oft? Ich hatte eine Freundin, also eine Affäre mit einer Frau. Ja, sie hat Schluss gemacht vor ein paar Tagen. Und ich habe mir die Schuhe immer so angezogen, aber nie mit ihr besprochen. Das ist ein bisschen so, ne, mein Ding wieder, Komplexe und so weiter. Ja, Moment mal, wenn du mit 43 Jahren schon sehr viel Sex hattest, sagst du? Ja, was heißt viel? Also ich bin jetzt nicht, also seit 20 Jahren in einer Beziehung, aber es gab auch viele Jahre, wo nichts lief. Okay, ne? Aber du hast schon mit einigen Frauen geschlafen, das kann man sagen. Ja, ja. Und die Zahl könnte auch zweistellig sein. Ja, könnte auch sein. So, wie sind denn die Reaktionen dann dieser Partnerin gewesen auf deinen beschnittenen Penis? Also ich habe sie nie direkt gefragt, gefällt dir mein Pimmel? Ne? Also, aber wie war es denn dann so? Man bekommt ja schon mit, und zwar man bekommt schon mit an den Blicken teilweise oder an dem Gefühl einfach. Ne? Also es gab Frauen, die haben dazu gar nichts gesagt, das war überhaupt nicht das Thema.
Aber die letzte zum Beispiel jetzt, die ich einfach total mag, immer noch, also ich bin total verliebt, nur die hat auch einen anderen Freund. Ja. Also ich war quasi in Affäre so zwischendurch. Als wir zum ersten Mal, die ersten Male so im Bett waren, und da habe ich einmal gespürt, wie sie so das machen wollte, ne, also per Hand, wie sie es gewohnt war, ja, bei anderen Männern. Okay. Und ich habe einfach gespürt, dass das einfach für sie, sie guckte, sie war traurig, sie war einfach... Ja, weißt du das, hast du sie gefragt? Bist du traurig? Nein, ich konnte gar nichts, ich war völlig schockiert, ich war wie gelähmt und konnte gar nichts sagen, fragen, ich... Das kann ja gar nichts Schlimmes bedeuten. Gut, die Frau ist es vielleicht gewöhnt, mit einem Mann zu schlafen, der eine Vorhaut hat und wollte so in der Art und Weise sich damit beschäftigen, hat es gemerkt, dass du keine Vorhaut hast und hat sich darauf eingestellt. Kann ja sein, dass das völlig okay für die war. Ja, kann auch sein. Mein Gefühl war aber, und ich glaube, das täuscht mich jetzt nicht da, dass sie enttäuscht war und es aber nicht gesagt hat, um mir nicht weh zu tun. Ne? Also ich wollte mich fragen, um das Thema... ja, ich weiß nicht. Wir haben das Thema zwar schon mal gehabt, Vorhaut. Das habe ich schon mal angesprochen, aber dezent um 3-4 Ecken, ne, um nicht zu zeigen, ich habe einen Komplex damit. Ja, um mich ein bisschen zu verstecken, ganz einfach. Ja, aber vielleicht wäre es gut, das mal ganz sehr schnell und konkret anzusprechen, damit du das aus dem Kopf rauskriegst. Wenn die dann sagt, mein Gott, das ist mir völlig egal. Also bei Frauen, die mir also jetzt erotisch nicht so super gefallen, da ist das kein Problem. Kann man das machen? Mache ich auch. Habe ich auch gemacht. Ja. Aber Frauen, die ich wirklich, also... Weißt du, manchmal ist eine Frau da, die, wo du sagst, das ist eine Frau, ja, die spricht alles an, auch Erotik, alles. Und mit der darüber so zu sprechen, das traue ich mich nicht, weil dann, da komme ich mir so klein vor und also das mögen Frauen auch nicht, glaube ich. Ne? Ach, das glaub ich doch, nicht. Doch, die mögen lieber reden als nicht reden und dass die Männer irgendwas spekulieren, also Dinge auszusprechen ist immer gut, finde ich. Aber ehrlich zu sein ist für die meisten schwer und in dem Fall, glaube ich, wird niemand jemandem wehtun wollen und sagen, also das gefällt mir nicht, das sagt keine Frau. Nein, aber du merkst an der Reaktion, ob die dich anguckt nach dem Motto, hast du einen Altassen im Schrank, mich sowas zu fragen, oder ob die sich einfach nur freundlich rausredet und dann würde das in deine Richtung zu interpretieren sein. Nochmal die Frage, bist du mit deinem Penis mit allem drum und dran zufrieden, abgesehen von der Beschneidung? Ja, also abgesehen, das ist aber schon ein Grund, um nicht zufrieden nein, zu sein. Nein, aber das, sonst, nein, ja, das ja, ist für mich wichtig. Ja, er ist dick genug, es ist alles da und er irrigiert richtig und so weiter. Ja. Thorsten. Ja, ist doof, ich weiß, ist doof. Ne? Ich meine, es gibt viele schlimmere Probleme, ich weiß das so, aber das Thema ist halt schon am Bohren. Das Thema Sexualität fühle ich. Ist bei mir total verletzt, das ganze Thema. Ne? Das ist so, das ist jetzt mein allererster Gedanke gerade gewesen. Wenn das so ist, wie du mir das beschreibst, dass du quasi dein ganzes Leben lang, seitdem du erwachsen bist, dich mit diesem Komplex herumschlägst, ist das irgendwie anders und tiefer begründet? Da steckt irgendetwas anderes hinter. Es kann nicht nur die Beschneidung sein. Dafür ist das zu alltäglich. Das muss einen anderen Hintergrund haben. Ja, aber ich wüsste jetzt keinen. Also das weiß ich auch nicht, das wirst du wahrscheinlich auch so schnell alleine vielleicht gar nicht rauskriegen. Ich sag dir, die Tatsache, beschnitten zu sein, ist ein Teil der Normalität auf der Welt, seit Jahrtausenden. Leider, sag ich mal. Also ich kenne Jungs, die sich im hohen Alter von 30 oder so noch haben beschneiden lassen, weil sie es schärfer finden. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich kenne Jungs, die das gemacht haben. Zwei an der Zahl kenne ich, die es gemacht haben. Vielleicht ich kenne einen anderen, der musste aufgrund einer Erkrankung, musste sich nachträglich beschneiden lassen. Der hat auch erst gejammert und sagte, mein Gott, das tolle Häutchen, nun ist es weg und ich kann nicht mehr so viel damit machen. Und nach 3-4 Monaten sagte er, super, es ist perfekt und ich vermisse es gar nicht mehr. Ja, ganz teilweise beschnitten oder ganz? Es gibt ja ganz, auch, ne? vollkommen ganz, ja. Wenn das so gravierend ist, Thorsten, und du sagst mir, dass du auch nur einmal eine maximal einjährige Beziehung hattest. Nee, ich hatte schon einige Male öfters verstehe. Ja. Also, ja. Geh zu einem Sexualtherapeuten. Das können wir beide nicht im Gespräch erörtern. Das wollte ich auch nicht. Und du kriegst es auch nicht raus für dich. Wenn du da 30 Jahre jetzt drüber schon grübelst, wirst du das nicht ergründen können. Und das Ziel muss ja sein, dass du völlig unbefangen Sex haben kannst mit Frauen. Ja, also das Thema ist, wie gesagt, das ist nicht immer so präsent gewesen, mal mehr, mal weniger. Aber immer wenn du die Hose runterlässt.
Genau, also ich habe es sehr stark verdrängt. Das ganze Thema ist bei mir immer so verdrängt worden. Mhm. So, ne? Und dann habe ich auch sowas kompensiert mit anderen Sachen. Und das macht ja jeder mehr oder weniger. Kompensieren tut jeder mehr oder weniger seine Schwächen. Mhm. Und das war halt eben meine Schwäche. Und irgendwann, wenn ich es dann erfolgreich kompensiert hatte eine Zeit, kam dann plötzlich eine Frau, die mich völlig umgehauen hat, wo ich nichts mehr halten konnte, wo ich also auch nichts mehr irgendwie verstecken konnte. Und dann war ich also wirklich am Boden dann. Ne? Also dann waren die Komplexe wieder so schön ausgegraben worden und dann, ich kann mir vorstellen, ein verbranntes Stück Holz. Dann ich ne? glaube, dieses Problem ist gut lösbar. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich habe einen extrem kleinen Penis, dann wäre das die Situation sehr schwer, weil das Problem ist nicht lösbar. Du kriegst keinen größeren. Aber du sagst, du hast einen normal ausgebildeten Penis. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich sagen, Mensch, Junge, top, alles im grünen Bereich. Aber das reicht ja nicht. Das würde dich ja nicht beruhigen. Was spricht dagegen, zu einer Sexualberatung zu gehen? Gar nichts. Ich wollte euch deswegen anrufen, um mal einen Tipp zu haben, so. Was man da so machen. Also ich meine, würden wir dir gerne jetzt im Hintergrund geben, wo du dich hinwenden kannst. Ich würde es dir wirklich dringend raten, damit du einfach dieses letztendlich kleine Problem, das für dich aber ein großes Problem ist, ich nehme es schon sehr ernst, missverstehe mich nicht, aber damit du das aus dem Kopf rauskriegst. Ja, Thorsten. Ich verstehe schon. Ich verstehe, das ist die einzige Möglichkeit, aber ich weiß auch vom Kopf her, ne, dass es objektiv so ist und bleibt. Ne? Nö, ja, dass es so bleibt, das ist ja nur eine unsinnige Herangehensweise an eine Therapie, wenn du sagst, es bleibt sowieso, wie es ist. Nee, der Penis bleibt, wie er ist. Der bleibt, wie er ist, das genau. Das meine ich. Ne? Ja. Und, pass auf, Thorsten. Wir werden uns jetzt mit dir beschäftigen. Du kriegst die Adressen an die Hand und dann versuch da mal was in die Gänge zu bringen, dass du zu einer solchen Beratung oder Therapie gehst. Ja? Ja. Junge! Ja, Mensch, ja gut. Wir rufen dich gleich wieder an. Nett mal mit dir gesprochen zu haben. Sehr gerne. Mein Lieber, alles Gute. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch nie gehört, dass jemand Komplexe hat, weil er beschnitten ist.